So, hallöchen liebe Leute und willkommen zurück zu The Counting Kingdom. Ich habe gerade nochmal nachgesehen, kein L, sondern ein The. Und weiter geht es hier mit der Kopfrechenübung, sage ich mal. Kann nicht schaden, wie ich so oft gerne sage. 4, 5, 6, 7, 8 und eine 12. Pam, full clear, 300 Punkte. So, eine 16. Nochmal full clear. 11. Okay, das ist, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger. 25, 22. Und cool. Hm. 11 und 18. Ja, schauen wir mal, welchen ich auf 0 setzen könnte, theoretisch. 10, 17. Siehst du, den kann ich auf 0 setzen. Dann würden die ja rumkommen. Zack, wieder ein Full Clear. Und da haben wir eine 7, die wir leider noch nicht haben. Schauen wir mal, was hier noch kommt. Eine 16, eine 20, eine 26. Jetzt hier kann ich das hier auf 0 setzen, dann müssen wir auf die 20 kommen. Da wollen die mir viel nachrechnen. 26 minus 6 ist einfach die 0. Und wieder 10. Pam, oh, da kommt noch ein kleiner. Eine 2 kommt noch. Das heißt, das letzte, die letzten paar Pünktchen kriegt man auf jeden Fall bei Easy hin. Okay, weiter geht's. Oh, da kommen noch ein paar mehr. 8, 16, 24, 27. 28. Was? 9, 17, 24, 27. Okay, dann müssen wir das einfach zusammencasten. Dann passt das schon. Full clear, plus 300 Punkte wieder mal. So, nehmen wir mal eine 12, haben wir leider nicht. Okay. Die 28 können wir gleich mal raushauen. 9, 12, 16, 22 haben wir auch nicht wirklich. Wir bräuchten eine minus 4. Nehmen wir mal den hier weg. Dann müssen wir theoretisch das funktionieren. Ja, wunderbar. Ja, schon wieder ein Full clear. Mal so viele Punkte. Oh, wie geil ist das denn? Immer so viele Punkte wie möglich rausholen. So, kommt her, ihr kleinen Monsterchen. Ne, hier die 8, 11 wollte ich klicken. Nicht die 8, so die 7 und... Da haben wir eine 13, eine 15. Sehr schön. Und da kommt noch eine Wave. Und zwar eine 16 ist das, wa? Sehe ich das richtig? Das ist eine 10. Da kann man die mal 6 mal wegmachen. Und da haben wir die 10. Eine letzte Wave ist mal wirklich ein Safe-Punkte. Da muss man sich nicht großartig Sorgen machen. 13, 19, 22, 27. Ne, 29. So, dann machen wir mal nach. 13, 19, 22, 29. Okay, dann würde ich sagen, cast ich die gleich mal komplett drauf. Ich meine, Trank hier zu verschwenden, wäre ein bisschen Verschwendung. Den kann ich vielleicht für nützlichere später gebrauchen. So, schauen wir mal, die 15 werden wir mal umtauschen. Gegen eine 16, die ich jetzt eigentlich gebraucht hätte, die 15. Ah gut, zweimal hätte ich sogar die 15 gebraucht. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja richtig ärgerlich. Mal schauen wir mal, ob wir das hier hinkriegen. Eine 17, okay. Nee, irgendwie nicht. Dann setzen wir die 24 mal weg. Hier haben wir jetzt eine 23. Wunderbar, die kriege ich zusammen. Da haben wir eine 11. Eine 16. Eine 23, eine 28. Nicht so wirklich. Eine 28, ich würde eine... Ne, was hat er gesagt? 11, 18, 19... 28, doch, krieg ich da hin, wunderbar. Weiß gar nicht, was ich habe hier. Passt doch alles, wunderbar. Wie am Schnürchen läuft das hier. So, 10, würde ich sagen... Ne, geht auch nicht. Machen wir die 21er mal weg. Ach doch, eine Runde kommt ja noch, ich trottel. 13 und eine 7... Passt irgendwie beides nicht so ganz. Jetzt kommen aber keine 9 mehr. Doch, da kommt noch einer. Eine 10 könnte man hier hinsetzen. Und die restlichen, eine 4 und eine 7 sind 12. Sind sie nicht ganz? 11. Und wenn wir das hier hinsetzen, müsste theoretisch das hier funktionieren, wa? Eine 10. Pam! 1492. Bisher immer nur 3 Sternchen. Das ist relativ schwer, glaube ich, hier nicht die 3 Sternchen vollzukriegen.
Aber wer weiß. Oh, das ist Eisland. Wir sind im Eisland angekommen, Leute. So, das ist die 13. Zack. Ja, hier ist so ein riesen Eisknackser um das Spielfeld rum. Oder im Spielfeld direkt drin. 16, 17, 18, 22, 31 kriegen wir natürlich noch nicht voll. Die 13. Die 23 kriegen wir aber voll. Pam. 10, 11, 14, 20, wenn ich hier richtig gerechnet habe. Oh yeah. Ich habe es immer noch drauf. Full Clear plus 500 Punkte. Das ist natürlich doof. Eine 11. Ja, mal die 19 austauschen. Die ich wahrscheinlich jetzt gebraucht hätte, wa? Oh, ein neues Monster aussehen. 17, 23, 30. Wenn man hier voll kriegen würde. Genau, 1 minus. Pam! Punkte ohne Ende. Eine 8, eine 10, eine 14, eine 20 und eine 24. Bräuchte ich minus 7, um auch noch eine 17 zu kommen. Hm. Uncool. 14 kriege ich auch nicht voll, aber ich krieg eine. Ne, krieg ich auch nicht voll. Ich krieg eine 12 voll, doch krieg ich schon voll. Schon richtig. Hier haben wir eine 9. Und hier haben wir eine 7. Oh, das wird gerade nicht so wirklich was. Wow, der steht ja schon hier. Ich meine, ich nehme schon mal die 8 mit. Ah, die kommen relativ schnell nahe. Eine 7. Versuchen wir es mal so. Ja, das wird relativ scheiße. Okay, eins wurde kaputt gemacht. Ein Dings anscheinend. Pam. Eins hat er eingerissen. Jetzt sehe ich die Zahl aber nicht. Was ist denn das für eine Kacke? Ey, zeig mir mal die Zahl. Na, ganz klasse. Achso, eine 3 bräuchte ich. Jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwas zusammenkriegen in der Art. Eine 3, bitte sehr. Immer noch eine 6. Hey, jetzt kommen eine 33 zusammen, oder wie? Wie soll das denn bitte gehen? Also eine 40. Achso, wahrscheinlich immer pro Level kriege ich da was zusammen. Yeah, ganz knapp aber nur. Wirklich ganz knapp. Also pro Dings kriegen wir also immer anscheinend so 10er dazu. Das kann man bis zu 40 maximal anscheinend. Da haben wir eine 7, da haben wir eine 9, da haben wir eine 18, da haben wir eine 20. Nee, uncool. Also können wir schon mal die 17 weg. So, haben wir eine 3, 11 und 5. Das sind 16. Gut, ja. Eine 7, kriegen wir irgendwo eine 7 zusammen. Müssen wir mal ganz kurz die 12 tauschen. Eine 3, eine 9, eine 17, 22, 24, 27, eine 28. Ich könnte theoretisch eine 30 hincraften. Ich hoffe mal, ich habe richtig gerechnet. Ansonsten sieht das echt schlecht aus. Aber es sieht richtig aus. Full clear, 400 Punkte dazu. Das gab ordentlich Punkte. Das sind 13, kriege ich noch nicht ganz zusammen. 15 auch noch nicht so wirklich. Jetzt hier auf damit, Mensch. Gib mir eine 13. Ja, genau, 40. Da haben wir eine 13. Eine 40 ist eigentlich überflüssig, denn die brauche ich auf keinen Fall. Bezweifle ich mal sehr stark. So, haben wir eine 11, eine 23, eine 26. Ach, du Kacke. Ey, du willst mich doch verarschen, das ist genau eine 40. Leck mich. Dann rechnen wir nochmal nach. 14, 26, 30. Das ist wirklich eine 40, ey. Wahnsinn. Ah, egal. Kriegen wir die 37 so hin. Macht ja nichts. Und der unwahrscheinliche Fall, dass da eine 4 hinkam, ist ja... Wer hätte es wohl gedacht? Nein, keine 0, eine 1, du Idiot. Ach, fuck. Eigentlich wollte ich gerade die 1 raufcasten. Na gut. Eine 13. Ach, ich trottel. 3008 Punkte. Nice. So, auf geht's zum weiteren Castle. Hui. 9, 18, 22. Hier haben wir eine 21. Nicht gut.
Eine 18 kriege ich zusammen, aber ansonsten war es das auch. Okay, cast noch mal ganz kurz ein bisschen was zusammen. Eine 17 schon wieder. Eine 13, das sieht glaube ich schon mal besser aus. Eine 13 als gar nichts. Schon ein bisschen was kaputt machen. Eine 9, eine 14 und eine 27. Ich glaube, die 38 werden wir mal austauschen. 9, 14, 15, 20. Okay, 9, 14, 27. 27, haben wir 32. 33, 34, 35, 36, 37. Uncool. Eine 37 kriege ich ja gerade nicht zusammen, aber eine 35 würde ich zusammen kriegen. Ich muss ja den ja weg loswerden. Eine 9, eine 14, 27, 32, 33, 34. Woo! So, haben wir eine 7, 12, 18, 22, 30. Kriegen wir genau eine 30 zusammen hier. Mann, dass ich um 2 Uhr 9 nachts noch so zu was gebrauchen bin, ey, ist ja Wahnsinn. 16, 19. Oh ja, mal schön wieder ein neues aussehendes Monster. 13 und noch eine 18, 21. Haben wir von der 9 zu viel? Nee, wa? Schauen wir mal, jetzt hätten wir theoretisch eine 20. Kriegen wir eine 20 zusammen? Ne, 15 kriegen wir aber nicht zusammen, aber ich sage nochmal das auf 0. Und setzen das zu einer 15 hin. Juhu! Achso, da kommt sogar noch was. Na, dann müssen wir das so machen. Und noch eine 8. Kaboom! Ja, knapp keine 3000 Punkte, schade. Knapp. Oh, 13, 21, 24. Passt ganz gut. Full clear, 400 Punkte. 13 und eine 2. Komme ich gerade eh nicht ran. Machen wir die 20 weg. Obwohl ich die wahrscheinlich hätte behalten sollen. Na, egal. Auch egal. Da haben wir eine 15, eine 19, 21, 28 und 12 sind 40. Eine 39 will ich hinkriegen. Aber wir haben gar kein Einermonster. Fällt mir gerade so auf. So, wir haben also eine 12, 14, 21, 25, 38 und 40. Gut, schlecht. Gut, schlecht, nein. So, die müssen erstmal weg hier. 13, 12, 19, 21. 31, 35, 37. Wenn ich den jetzt einfach noch eine 2 dazu gebe, müsste die 39 funktionieren. Yeah! Mega Casting. 100 Punkte dazu bekommen. 21, 31, 40. Und die hat man auch noch eine 10, das sind 29. Hm. 26 und 18, auch nicht so toll. 21, 30. Tja, gute Frage. 21, 30, 40. Auch nicht so toll. 20. 28. Ich habe auch nicht voll. Ach, theoretisch hätte ich jetzt minus 2 geben, müssen das ja 26 sein. Da müssen die schon mal wegkommen. Eine 18 und eine 25, eine 34, eine 40, eine 44. Na, schauen wir mal, ob wir was hinkriegen. Eine 12, eine 25. Ah, ärgerlich. 13, 18, nee, auch nicht. Krass, aber fast das Falsche. Oh, eine 10, eine 17, eine 26,
Ärgerlich, ärgerlich, echt ärgerlich. Puh, 13, 18, 31. 13, 18. I don't know. Ich würde sagen, wir tauschen mal einmal mal die 33 aus. Eine 8, eine 10, eine 14, 21, 30. Eine 27 würde ich hinkriegen schon mal. Krass, ist das kompliziert gerade. 8, 14... 21, 30, 35, 35. Oh, die 13 sollte ich jetzt theoretisch kriegen. Das war jetzt nicht ganz so einfach. Da musste ich schon grübeln, wirklich grübeln. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Part wieder, denn die Zeit ist schon wieder rum. Wir haben also noch das kurze Lavagebiet vor uns. Dann sind wir schon relativ durch, so wie ich das sehe. Aber ist zur Entspannung wirklich ein echt gutes Spiel. Auch die Musik ist wirklich entspannend hier in dem Menü. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Part dann von The Counting Kingdom. Bye, bye.